Hallo und willkommen zum fünften Teil unserer Tutorial-Reihe Richtung PHP. Heute möchte ich euch aber ein paar Sachen zeigen, wie ihr halt die wichtigsten Variablen in PHP nutzen könnt, nämlich die Server-Variablen. Wie gesagt, hier oben seht ihr es auch, $-Server. Ich bin heute auf der Seite php.net, aber die habe ich bis jetzt noch gar nicht gezeigt, die Seite ist aber recht wichtig. Ihr werdet die jedes Mal, wenn ihr auch eine Funktion haben wollt, einfach suchen und ihr findet die Lösung auch in der Erklärung. Und hier drunter können halt zum Beispiel unter solche Sachen können auch Nutzer was hinzuschreiben und hier gibt es dann halt Nutzer, die dann teilweise auch so Tipps geben, was wird hier wo ausgegeben. Hier zum Beispiel HTTP Host, HTTP Referrer, HTTP User Agent, Remote Address, solche Sachen. Also es ist schon sehr, 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 sehr von Vorteil. Die Seite ist echt cool und das ist die Original halt Dokumentation von PHP. Was ich euch heute zeigen möchte, ist halt wie gesagt diese Server-Variablen aus folgendem Grund. Die Server-Variablen haben halt in PHP eigentlich einen recht hohen Stellenwert. Ihr kennt vielleicht zum Beispiel von Java die System-Variablen, also System.out. Oder etc., was ihr da nutzt. Auf jeden Fall diese System-Variablen gibt es halt auch in PHP halt mit $Server. Nicht direkt, das ist nicht das direkte Äquivalent, aber sie sind halt schon sehr wichtig in PHP und ihr werdet nicht drum herum kommen, sie zu nutzen. Genauso wie ihr nicht drum herum kommt, System.out zu nutzen bei Java. Und hier geht es halt darum, ich möchte ein bisschen zeigen, was es halt zum Beispiel für coole Sachen gibt. Ihr werdet garantiert zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Formübergabe habt oder irgendwie eine URL weiterleiten wolltet, wollt oder eine URL irgendwie ausgeben wollt und zum Beispiel die URL ausgeben wollt, die der Nutzer jetzt zum Beispiel gerade angefragt hat, dann werdet ihr hier nicht drum herum kommen, das hier zu nutzen. Es gibt zum Beispiel ganz nette Sachen wie halt unter anderem halt die Server-Software, damit könnt ihr zum Beispiel herausfinden, ob ihr HTTP Apache und Co. nutzt. Dann ja, Server-Protokoll ist halt welches Protokoll das nutzt, also zum Beispiel HTTP 1.0. Die Request-Methode, wie halt jetzt der Nutzer das Ganze requestet hat, ja, wie lange die Request gedauert hat, oder wie viel mehr Timestamp of Start of the Request available since PHP 5.1.0. Also all möglichen Kram. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall brauchen werdet. Das ist zum Beispiel HTTP Host. Es ist immer der angefragte Host. Beispiel jetzt zum Beispiel, ihr habt eine Seite, die ist unter de und com erreichbar. Ja, zum Beispiel meine yellowfix18.de und yellowfix18.com Seite. Ihr werdet das dann immer so haben, dass ihr zum Beispiel die DE-Seite vielleicht eventuell den deutschen Content zeigen wollt und auf der COM-Seite den englischen und man theoretisch zwar wechseln kann, aber über die Domain halt identifiziert, halt woher der Nutzer kommt. Und dann ist zum Beispiel HTTP-Host richtig genial. Weil HTTP-Host übergibt halt sozusagen den Teil hier vorne, nämlich diese Anfrage, sozusagen unsere eure Domain, Subdomain, Domain und TDL-Endung, Domain-Endung. So, und das ist halt, sind halt so Sachen, die ihr auf jeden Fall brauchen werdet. Genauso gleich wie den HTTP-User-Agent. Spätestens, wenn ihr verifizieren wollt, dass die Person, die gerade eingeloggt ist und den gleichen Cookie hat wie die andere Person, das werde ich auch noch später erklären, was Cookies genau sind, wenn ihr das verifizieren wollt, dann werdet ihr nicht um HTTP-User-Agent rumkommen. Denn HTTP-User-Agent gibt halt euch solche Möglichkeiten, wo ihr zum Beispiel im Hintergrund fragen könnt, okay, hat der Windows 7, welche Windows-Version hat er, ne? Wie gesagt, solche Sachen, was für eine Chrome-Version hat der, und nutzt der Chrome, nutzt der Firefox, etc. Und wenn ihr solche Sachen abgleicht, könnt ihr halt eure Cookies, die ihr sozusagen übergesetzt, noch sicher machen. Das heißt, ihr könnt dann Login über Cookies machen und dann wird das noch sicherer gemacht. Ich werde aber auf jeden Fall auf Cookies nochmal in einem späteren Tutorial eingehen. Das gleiche zum Beispiel hier HTTPS, könnt ihr fragen, ob halt HTTPS gesetzt ist. Wenn ihr dann automatisch auf HTTP, wenn ihr zum Beispiel nur HTTP gesetzt habt, könnt ihr dann halt automatisch auf HTTPS weiterleiten. Die Remote Address ist dann halt die IP des Nutzers, der halt gerade zugreift. Dann gibt es den Remote Port, das ist halt der Nutzerport, über den er zugreift. Dann gibt es halt den Server Port, der Server Port, der zugreifen wird. Und da möchte ich heute einfach so ein bisschen was zeigen. Und dafür mache ich jetzt einfach mal hier eine Ausgabe. Halt nichts Besonderes, die mache ich jetzt einfach in Div, dann ist sie nämlich oben drüber hier sozusagen. Dann machen wir einfach you requested with und jetzt schreiben wir hier halt in Klammern php, Backslash, so echo und dann $-Server, damit greifen wir auf die Server-Variablen zu und dann halt haben wir jetzt hier unsere Variablen. So, jetzt möchten wir halt einmal ausgeben you requested with, dann haben wir remote_addr für address, das ist halt seine Adresse, die er hat, Punkt. Dann machen wir einen Doppelpunkt dran, weil er jetzt sozusagen auch über den Port das macht. Und dann machen wir hier Punkt $-Server und dann remote_port. Das ist halt sozusagen die Remote Address, Doppelpunkt, Remote Port. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum hier ein Punkt steht, die sollten nochmal zum ersten Tutorial meiner Tutorialreihe gehen. Denn PHP arbeitet nicht mit einem Plus an dieser Stelle, sondern mit einem Punkt. Und
Das ist sehr wichtig. Von daher, die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, bitte einmal zurückspulen. So, you request with bla bla, Server on. Das klingt halt so dämlich, aber es ist auch egal. So, und dann machen wir hier halt wir den PHP-Block und hier gehen wir einfach wieder aus echo dollar unterstrich server, dann halt http host, das will jetzt halt in dem Fall den localhost gleich geben, Punkt, Anführungsstrich Doppelpunkt, Punkt, dollar unterstrich server, ups, das war ein Doppelpunkt, dollar unterstrich server und dann hier ja, server unterstrich port. So, soweit so gut. Und hier ist noch ein P drin, das gehört auch nicht hin. So. You requested with bla bla server on. So. Und das würde jetzt halt ausgeben, you requested with. Das sollte halt unsere Remote-Adresse geben, also an sich unsere Localhost-Adresse, wahrscheinlich 127.0.0.1 oder halt eine IPv6, je nachdem wie es eingestellt ist. Den Server-Port, den wir haben. Halt, dann halt server on. Und dann halt den HTTP-Host, also Localhost und dann den Server-Port 80. Das Ganze können wir jetzt einfach mal hier ausführen. Hier ist das Skript. You requested with, bitte hier auch Doppelpunkt, also sozusagen unsere, hier Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Also unsere interne IPv4-Adresse. Port 49453 ist Server on, Localhost 80. Soweit so gut. Und so könnt ihr halt die Server-Variablen nutzen. Warum sind diese Variablen so wichtig? Naja, wie ihr schon seht, ich kann jetzt zum Beispiel hier, wie gesagt, Localhost bekommen. Ich kann halt unterschiedliche Domains bekommen und über diese Domains kann ich sehr viel machen. Also wenn ihr später in PHP tief drin seid, werdet ihr, wie gesagt, nicht drum herum kommen, diese Variablen zu nutzen. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch sehr wichtig, diese Variablen zu kennen und deswegen erkläre ich sie, habe ich sie jetzt heute einmal erklärt. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt heute gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Oder beides. Dann freue ich mich, euch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Da werde ich dann einmal über MySQL reden und wie ihr sozusagen mit MySQL-Datenbanken interagieren könnt. Und bis dahin wünsche ich euch dann viel Spaß und bis dahin, tschüss!